Was soll das werden, wenn's fertig ist? Das ist doch verboten. Pff, mir ist das doch egal, wenn's keiner sieht. Lasst das Bild einfach mal auf euch wirken. Was machst du da? Dann hör auf zu denken. Ich dachte, wir sind Freunde und Freunde machen so etwas auch eben auch mal manchmal. Das machen sie wirklich? Ich weiß nicht gar nicht, was Freunde so machen. Ich weiß es, glaub mir. Beim ersten Mal kam mir die Zweideutigkeit niemals in den Sinn. Nie. Und jetzt? Oh je, ich könnte gerade so einschlafen. Wenn sie dich so sehen, weißt du hoffentlich, was dir blüht. Ach, ist mir egal. Ich wollte dir noch irgendwas erzählen. Was denn? Etwas super Tolles. Ich habe heute erst erfahren, als ich den Zugführer beim Plaudern belauscht habe. Und was haben sie gesagt? Stell dir vor, sie haben beschlossen, unsere Züge von nun an zusammenzulegen. Ist das nicht riesig? Scheiße. Richtig scheiße, mega scheiße, Arschscheiße und die Kleine ist so gut wie tot. Bravo, stimmt was nicht? Nein, nein, nichts weiter. Du, Juliet? Ja? Bleibst du noch ein bisschen hier? Aber ja doch, solange du möchtest. Danke, Juliet. Ich hätte gern wieder einen Speicherpunkt, damit ich einen Schnitt setzen kann. Ah, ja, das läuft bis von allein. Kaputt. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Was ist das für eine maßlose Sauerei? Können Sie nicht aufpassen, Sie Dummkopf? Hey, ich rede mit Ihnen. Jetzt regt sie sich mal ab, Mann. Und ein Dummkopf bin ich auch nicht, ja? Noch dazu war das ja auch gar nicht meine Schuld. Was? Wie war das? Ich soll was? Ich hab mich wohl gerade verhört. Ist ja schon gut, schreien Sie mich nicht so an. Ich mach es ja schon weg. Oh oh, den kennen wir doch. Was ist hier los? Wieder einer aus Waynes Zug. Oh, ein Rekrut mit Sonderbehandlung. Tja, wie Sie vielleicht schon mitgekommen haben, existiert Ihr alter Zug nicht mehr. Betrachten Sie dies nun als späteren Vorgeschmack auf Ihre neue Einheit. Was ist mit Ihnen los? Warum sind Sie so das Ganze drängen? Mir ist doch bloß etwas runtergefallen. Sie haben mir wehgetan. Sie haben mich einfach getreten. Ja, das habe ich. Und eine Verwarnung kommen Sie gleich noch oben drauf. Sie verwöhnte kleine Dreckshexe. Sie. Oh Gott. Oh je. Wieso schreibt er U-U-H statt O-H? Oh Gott, nein, Juliet. Warte, ich helfe dir ja. Halten Sie sich verdammt nochmal da raus. Verpissen Sie sich an Ihren Tisch und fressen Sie Ihren Dreck. Ach, lass schon, Bravo. Mir ist dieser Mist hier doch scheißegal. So, scheißegal ist das, ja? Da bekommen Sie gleich noch eine Verwarnung obendrauf. Wie schmeckt Ihnen das jetzt, hm? Da kann ich ja nur lachen. Was haben Sie gerade gesagt? Sagen Sie das nochmal. Aber diesmal so, dass ich Sie auch verstehe. Nein, nichts hat sie gesagt. Sie wollte sich nur entschuldigen. Oh, Romeo. Versuchen Sie, Ihre Sandkastenfreundin zu schützen, wie? Eine Verwarnung auch für Sie. Jawohl, Sir. Und Sie räumen diese Abendkacke jetzt weg und bewegen Ihren aufmüpfigen Arsch aus meinem Blickfeld. Ich warne Sie. Ich habe Rekruten schon viel weniger, von wegen viel weniger beseitigt. Reißen Sie sich also besser am Riemen, sonst war das auch für Sie. Und das dürfen Sie ruhig wörtlich nehmen. So, jetzt muss ich jetzt eine richtige Umstellung ausmachen. Wie ihr wisst, der erschießt sie beim nächsten Mal.
Und aus genau diesem Grund sollten Sie immer darauf achten, Ihr Visor korrekt eingestellt zu haben und immer genug Munition zur Verfügung. Oh. Das sieht doch schon nach Ärger aus. Was machst du denn da? Sie haben uns doch ausdrücklich gesagt, dass die Schreibutensilien nur nach Aufforderung benutzt werden dürfen. Hey, psst, Juliette! Was ist, hä? Lass mich bloß in Ruhe, du Feigling. Dir ist doch alles egal, bei dir muss alles stimmen und deshalb lässt du sie auch mit dir machen, was sie wollen. Ich lass mir das nicht mehr bieten. Oh, Juliette, schrei doch nicht so. Bitte, Juliette, du verstehst es. Final Fantasy X. Ich will einen PS2-Emulator, der die Original-CDs richtig abspielt. Oder da ich von der PlayStation gleich aufnehmen kann. Dann. Zurück zum Thema. Bitte, Juliette, du verstehst es immer noch nicht. Wir können uns nicht wehren. Wir haben gar keine Chance dazu. Deshalb ist unsere einzige Chance, uns zu fügen. Juliette, sei mir bitte nicht böse, aber ich kenne es gar nicht anders. Ja. Das ist doch Ausreden. Ich will das nicht. Ich kann das auch gar nicht. Aber du musst. Ich habe dir doch einmal erzählt, was mit den zwei Rekruten bei der Einweisung passiert ist. Er hat sie erschossen und er schießt jeden für seine noch so grausamen Wünsche nicht nachkommen. Es ist aussichtslos. Und Hilfe gibt es ja auch keine. Die Offiziere schauen nur zu oder belächeln das Ganze auch noch. Bitte, Juliette. Ich habe vielleicht Angst, aber ich will doch nur überleben. Und ich will, dass auch du überlebst. Oh, was machen Sie denn da? Ja, sieht lustig aus. Die Sonne kotzt Blut. Das gefällt mir nicht so ganz. Was ist das? Soll das ein Offizier sein? Nein, das ist... Natürlich ist er ein Offizier. Lügen Sie mich doch nicht an. Aber egal. Was die Zeichnung darstellen soll, ist ein Regelverstoß. Und auf Regelverstöße folgt Verwarnung. Und siehe da, was für ein Zufall. Es ist Ihre dritte Verwarnung. Oh nein. Nein, das war ganz anders. Ruhe, für Diskussionen ist es zu spät. Sie haben sich, und was nun kommt, selbst zuzuschreiben. Also los, mitkommen. Moment, Sir. Ich muss dazu mal eine Bemerkung machen. Was zum Teufel wollen Sie denn nun? Der Sergeant soll beachten, dass die Zeichnung nicht von Recruit Juliette stammt, sondern von mir. Ich habe sie angefertigt und sie dann per Publikator halber an Sie weitergereicht. Was? Sie wollen das gewesen sein? Erzählen Sie mir doch keine Märchen. Oh doch, das ist die Wahrheit. Für diese Zeichnung bin ich allein verantwortlich. Fein. Wie Sie meinen, dann geht die Verwarnung eben an Sie. Es wird sehr bald sowieso keinen Unterschied mehr machen. Dennoch, lassen Sie sich das gesagt sein. Versuchen Sie, ja nicht den Helden zu spielen. Das vergiftet Sie. Glück gehabt, Schwein gehabt. Dreimal Punkt. Sergeant, richten Sie Bravo noch ein Wetter etwas aus. Er soll nachher in mein Büro kommen. Es gibt da noch eine kleine Auffälligkeit zu klären. Oh ja, kommt jetzt. Ja. Eine der Stellen, die böse ist. Halt, ich mach noch Pause. Schnitt.